So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video nach langer Zeit. Und ihr seht hier mal wieder LOG, yo, ich habe euch auf jeden Fall warten lassen. So, ich fange gleich mal an. Warum ist so langsam gekommen? Das hat einen total bescheuerten Grund. Also ihr werdet mir wahrscheinlich erstmal gar nicht glauben. Ich glaube, der Grund ist so bescheuert, damit man sich echt denken kann, ich hatte ausgedacht, aber das ist echt. Okay, wer mich näher kennt, weiß, dass ich ein bisschen blöd bin und mir das echt passieren könnte. Okay. Und zwar, ja, werde ich heute zu Skype angeschrieben. Oder was gestern? Bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, das war gestern. Dann werde ich zu Skype angeschrieben. Ey, Jerry, du machst doch schon ewig keine Videos mehr, aber bock mir aufzunehmen. Und ich denke so, ich habe doch erst Videos hochgeladen. Was will der denn von mir? Geh auf meinem Kanal. Ich habe keine Videos hochgeladen. So, wie kam das? Und zwar habe ich scheiß für FSX aufgenommen. Das dann alles hochgeladen. Dann die Folge wieder gelöscht, weil meine Festplatte voll war. Also die fertigen dann von meiner Festplatte gelöscht, weil ich die ja schon hochgeladen hatte. Und ja, dann gucke ich gestern auf YouTube und merke, ich habe die nie hochgeladen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin, dass ich die irgendwann jemals hochgeladen habe, aber irgendwie bin ich auf die Idee gekommen. So, okay, dann Thema Numero 2. Ich werde das mal aus der Sicht eines Zuschauers machen. Hey, was spielst du FSX? Ich will Simulatoren sehen. Ja. Habe ich jetzt echt FSX gesagt? Ne? Ich bin dumm, oder? Okay, ich meine natürlich. Hey, warum spielst du SAP? Ich will Simulatoren sehen. Hey. Das hat einen ganz einfachen Grund. Und dieser einfache Grund, der nennt sich, Nachdenken. Und wie komme ich hier rein? Kann ich hier jetzt irgendwie. Ah, okay. So. Das ist ein wirklich einfacher Grund. Jo, soll ich den Grund sagen oder soll ich verschweigen? Ich bin mir da nicht so sicher. Okay, ich bin aber nicht und sag den Grund. Warte, wovon habe ich geredet? Genau, warum wieder SMP kommt, das liegt daran erstens, irgendwie vermisse ich das LP, ja. Jo, in irgendeiner Weise habe ich doch GTA 5 wieder Bock auf GTA San Andreas bekommen. Und habe mir gedacht, dann nehme ich gleich wieder ein bisschen auf. Zweitens, ich denke, ich habe ein paar Zuschauer, die das gerne mögen, weil auch viele meiner Zuschauer haben mich deswegen abonniert. Meiner Meinung nach, ich weiß jetzt nicht, wie das äußere aussieht. Und Nummer 4, ich habe darauf auf jeden Fall viel mehr Aufrufe als auf irgendwas anderem. Also nicht viel mehr, aber ein bisschen mehr. Und Nummer 5, wie gesagt, ich habe nachgedacht. Und als ich nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, warum ja, es keine oder kaum richtige puren Simulatorenkanäle auf YouTube gibt. Das hat nämlich einen ganz einfachen Grund, weil es einfach irgendwann auch als YouTuber so eintönig wird. Das hatte ich echt nicht erwartet, weil, also man muss sagen, es wird nicht eintönig, wenn man Geld hat. Es ist bei Simulatoren so, man kann einen Simulator nicht ewig spielen. Es gibt ein paar Simulatoren wie FSX und so, die kann man wirklich lang spielen, weil ja, man sich das reinfinden muss und dann kann man neue Sachen lernen und so. Und dann kann man den Multiplayer machen auf irgendwelchen speziellen Servern spielen oder so. Ja, das ist was anderes. Jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, der LS13 oder so, ne? Ja, okay, kann man auch Multiplayer spielen, aber irgendwann macht er halt keinen Spaß mehr, oder der TS14. Ja, und dann braucht man halt Geld, sich wieder neues oder Tor zu kaufen. Das Geld habe ich nicht. Und das ist nicht für mich und für euch zu alt und nicht verteidigt. Ich mir gedacht, oh, ich bin heute mal ganz schlauer. Ich mache einfach mal einen Mischmasch. Jo, damit meine ich, ich mache, ja, immer einen Mischmasch. Es wird wahrscheinlich wieder regelmäßiger, ich sag nicht regelmäßig, weil ich weiß, dass ich es einhalten kann, regelmäßiger SMP kommen. Und FSX wird auch mal hin und wieder kommen, also. Ja. Sonst weiß ich gar nicht, was ich in dem Part machen soll. Wir können mal jobben gehen. Ich kenne die ganzen Commands gar nicht mehr. Das ist voll schlimm. So. Fahr doch. Oh. Jo. So, Thema GTA 5, sag ich mal, ich kann das gleich aufnehmen. Würde ich gerne, aber geht nicht, weil ich nichts habe, um vor der Piste aufzunehmen. Nur um irgendwelche Fragen, die vielleicht unter Umständen aufkommen werden, zu unterdrücken. Ich will keine Kommentare, ne, finde ich blöd. Jo.
Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich kann auch gerade mal erzählen. Also, ich. Nein, das ist bestimmt irgendwo. Irgendwo ist da bestimmt was drin, was ich nicht auf YouTube darf. Und das ist jetzt wahrscheinlich abgekackt. Hallo? Jo, das sieht aus, als wäre das Spiel abgekackt. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder funktioniert. Bis dann. Tschö. So, da bin ich wieder. Diesmal der wirklich ultra spannende Ladebildschirm. Und ich habe das Gefühl, da kommt jetzt gleich Lizenzmusik beim beim Reingehen in den Server. Das weiß ich leider nicht. Deswegen werde ich jetzt einfach mal ganz, ganz viel labern. Ja, das doch nicht. So. Ich logge mich ein. Und jetzt kommt da irgendwelche Musik und ich weiß nicht, ob da recht draußen, deswegen logge ich mich ganz schnell ein und hier, jetzt. Oh, das war. Oh, das war der Aufnahmeknopf. Hihi. Hat funktioniert, gut. Dann lasse ich mal die Spielerwelt erstellen und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, der Motor läuft doch. So, nicht auf Z kommen. Muss ich mir merken. Gut, was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung. Wir können mal den Job kündigen und nach einer neuen gucken. Geht das so? Du musst noch 2 Stunden absolvieren, Cherry. Jo, dann müssen wir eben noch 2 Stunden warten, ne? Also, ich mache jetzt eine 2-Stunden-Aufnahme. Wir können mal kurz die Stats gucken. Stats. So. Ich heiße Cherry Gaming und mein Payday ist 20 Minuten. Mein Account ist normal, ich habe keine Wahnsinn mit Level 6. Hab 67 Energy Boys und hab 3020 von 2800. Oh, XP, ich kann Level ab. Ich habe eine Gesamtschütze. Oh Gott, von 4 Tagen. Das ist ja nichts im Gegensatz zu GTA. Ach ne, GTA verwaltet uns so viel. Okay, aber bald. Okay, Kontostand 2000. Alter, verzeihen. Kontostand 2145. Ich habe keine Ahnung, warum das volles Geld hat. 876. Handy Nummer 4542. Ich habe keine Fraktion. Ich habe auch keinen Drang. Ich habe Geschmack gestunken, okay. Ich bin Stadtpflegedienst. Bin 228 mal gestorben. 30 Leute habe ich umgebracht. Hab du keine Materialien, keine Drogen, 9 Strafpunkte und ein Verbrechen begangen. Das Verbrechen war übrigens. Ich habe ohne Angelschein geangelt. So, ich habe keine Fische gefangen und mein größter Fisch war 8 LB. Warte, ich habe keine Fische gefangen, aber ich hatte den größten Fisch, okay? Ich habe keine Grundwehrnote, die werde ich aber bald machen, wenn alles nach Plan läuft und ich vielleicht mal wieder Bock auf SAP habe. Und ich habe alle Scheine aus dem Waffenschein. Können wir den Waffenschein machen? Slash Scheine. Geht das? Waffenschein. Sie wird mir anlegen oder was? 10.000 habe ich nicht. Mir legt sich keiner. Nee. Aha, das hat gar keine Chance. Huiuiui. So, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. So, ich kann auch kurz drüber reden. Ich habe ja gesagt, ich plane einen SAP-Server. Ich meine, ich bin auch drüber. Jo. Mal gucken, ich werde jetzt wahrscheinlich bald mal irgendjemanden gucken, ob der mir ein bisschen was bleiben kann oder ob ich das selber mache, weil dass ich das Scheiß arbeite. Jo. Wie sieht das jetzt aus? Vielleicht kommt einfach Fragen auf. Wann kommt die Alpha raus? Wann kommt die Beta raus? Ist das open? Ist das closed? Was ist überhaupt los? Und ich war da drauf. Jo. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, es wird nicht irgendwie ein Server, wo alles scheiße wird. Was meine ich jetzt mit alles kacke? Da spreche ich jetzt mal speziell LOG an, weil als ich die letzten Videos von DJ Eng gesehen habe, ich muss sagen, LOG ist echt zu einem richtigen Scheiß-Server geworden. Ich meine, irgendwie ist er ja immer noch geil, ne? Aber ist irgendwie asozial, ne? So, ich wollte nur noch mal kurz einsteigen, damit ich richtig sitze. So. Jo, was mache ich damit? Und zwar habe ich schon alles in festen Regeln,
gehalten, jetzt, wo ich das letzte Video gesehen habe, wann man schießen darf und wann nicht als Cop. Ja, weil das sieht man ja, läuft RG ein bisschen aus den. Ich könnte mich mal mit den Cops anlegen. Aber wie bekommt man Wanted? Ich habe keine Ahnung. Ich schlage einfach mal jemanden. Aber erst heal ich mich. So. Ich war natürlich vor der Haustür. Sonst möchte ich ja aus Versehen mich bewegen. So, rein da. Healen. So, ich werde jetzt auch ein bisschen ein Stück aufnehmen. Mal gucken, wie viel ich Bock habe. Wahrscheinlich später wieder ein bisschen GTA 5 zocken. Jo, was geht doch kurz GTA 5? ihr glaubt nicht, wie oft heute mein Controller schon wegen GTA 5 geflogen ist. Also das war echt krass. Weil ich hatte so einen nicht sehr netten Menschen, meiner Meinung nach, der mich die ganze Zeit gekillt hat. Und da ist der Controller eben mal alle 2 Minuten geflogen. Jo, der scheppert jetzt ein bisschen, funktioniert aber noch. Gut. Verfolgung gesagt. Badumtsch. Ich hau den einfach. Ist mein Auto offen? Jo. Schnell weg, schnell weg, schnell weg! Und tot. Da hinten, da hinten. Ha! Ich habe ihn geschlagen. Give me Wanted, please give me Wanted. Warum bekomme ich denn keine Wanted? So, bestimmt auch alles Cops, oder? Bus, ich bin dein Gebieter und du überfährst mich. Wo sind die denn alle? Mein Motor ist noch an, oder? Weil da mache ich den mal kurz aus. Warte, dass ich aber an. Dann warte ich einfach mal, bis hier irgendeiner ist, den ich schlagen kann. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwie Autowanted oder so bekomme. Oder mir irgendjemand Wanted gibt. Alter, was geht denn hier gerade ab? Warum sind hier so viele Leute? Das ist doch das Zeichen für gestorben, oder? Ich glaube schon. Darf ich ja nicht rein? Mal ausprobieren. Hallo, ist hier jemand? Ich komme nicht weiter. Du. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Was ist hier denn keiner? Ah, da ist einer. Das sind ganz viele. Lol, den haben die auch erschossen, oder? Alter. Ach, die Cops. Wahrscheinlich schießen die sofort. Einfach so, ganz ohne Grund. Einfach sofort. Wo wird die mein Auto zerballern?